Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Unboxing von technofil.de. Ich habe ja vor wenigen Tagen erst das Huawei Ascend G6, das ihr hier in meiner Hand seht, für euch ausgepackt oder mit euch zusammen ausgepackt. Das ist die preiswerte Variante des letztjährigen Spitzenmodells Ascend P6. Heute habe ich für euch den Nachfolger dieses P6, nämlich das Huawei Ascend P7. Hier wieder in einer neutralen weißen Verpackung. Im Verkauf sieht die dann ein bisschen anders aus. Dann steht hier wenigstens der Schriftzug Huawei Ascend P7 nochmal drauf. Egal, um die Pappschachtel geht es weniger, sondern um den Inhalt natürlich. Da haben wir ein Gerät, was jetzt das neue Spitzenmodell von Huawei darstellt, mit Full-HD-Display in 5 Zoll Größe, also 1080x1920 Pixeln, mit einem Quad-Core-Prozessor aus eigener Herstellung, High-Silicon Kirin 910 heißt er. Da bin ich mal gespannt drauf, wie der so performt, mit einer 13-Megapixel-Kamera als Hauptkamera und 8-Megapixel-Kamera für Selfies, 2 GB RAM, 16 GB Speicher eingebaut und auch noch erweiterbar per MicroSD-Karte, LTE, NFC, eigentlich so alles, was man so braucht, per Gorilla Glass 2 oder 3 geschützt, also recht kratzfest auch. Und das Ganze natürlich wieder in diesem schicken, flachen Design, was so ein ganz klein bisschen an die 4er-Serie von Apples iPhone erinnert, aber durch die Kante hier unten dann doch wieder ein bisschen anders aussieht. Aber das gucken wir uns gleich im Detail an. Ich würde auch sagen, halten wir dieses Intro kurz und schauen uns das Gerät an, beziehungsweise packen es erstmal aus. Reiten wir zur Tat und holen wir das Gerät aus seiner Verpackung raus. Das ist wieder so ein Schuber, ups, den ich jetzt falsch rum hier liegen habe, in den dann eigentlich auf die Verpackung reingeschoben ist und wo wir hier schon das Gerät direkt sehen können. Holen wir das mal als allererstes raus. Hier haben wir das P7 in der Hand. Das ist jetzt auch die weiße Variante. Was schon mal auffällt, unten haben wir keine Tasten angedeutet, die sind in den Bildschirm integriert. Dadurch geht natürlich ein bisschen von dem Bildschirmplatz und der Auflösung verloren. Wie gesagt, Full HD Display, 1080x1920 Pixel. Hier oben die 8 Megapixel Frontkamera, Helligkeitssensor, Annäherungssensor und die Hörmuschel. Machen wir den kurzen Rundgang um das Gerät. Hier auf der linken Seite haben wir außer einer Seriennummer, keine Ahnung, ob das in der Serie dann tatsächlich auch so ist, nichts, nur diesen Alurahmen. Das ist auch tatsächlich Metall im Gegensatz zu G7, wo das ja einfach nur metallisch lackiertes Plastik war. Echtes Metall fühlt sich richtig kühl und sehr wertig an. Hier oben haben wir den 3,5 mm Klinkenanschluss für Headset bzw. Kopfhörer und ein Mikrofon. Hier übrigens ähnlich, wie man das beim iPhone auch hat, die Unterbrechung der Metallhülle, die könnte durchaus auch als Antenne genutzt sein. Auf der rechten Seite haben wir dann die ganzen Bedienelemente, nämlich den einen Ausschalter, so ein bisschen Sony-artig, in nur kleiner, runder Knopf, sieht recht schick aus, finde ich. Auch in gebürstetem Alu mit so einer Schraffur drin. Darüber die Lautstärkewippe, offensichtlich auch Metall. Man kann es ja, glaube ich, ganz gut erkennen. Hat so ein bisschen Spiel, wackelt ein bisschen, fühlt sich aber ansonsten sehr ordentlich an. Darunter dann die beiden Einschübe für die Speicherkarte und für die Micro-SIM-Karte. Für die SIM-Karte habe ich eben schon gesehen, ist hier unten so ein kleines Tool dabei, mit dem man dann halt diese Schublade hier aufdrücken kann. Auf der Unterseite haben wir dann den Micro-USB-Anschluss, das Mikrofon zum Telefonieren. Und schauen wir uns noch kurz die Rückseite an, die ist auch aus Glas bestehend hier. Dementsprechend, man sieht es reflektieren und sicherlich auch Fingerabdruck anfällig. Darunter ist so eine etwas strukturierte, so ein Punktmuster. Ich komme mal näher ran, ich hoffe, man kann es so erkennen. Sieht ganz witzig aus, ist jetzt aber nicht sehr auffällig, also relativ dezent. Hier ganz oben in der Ecke, das ist immer ziemlich unglücklich, weil man so beim Halten fürs Fotografieren sehr schnell verdeckt, die Kamera. Aber das machen ja auch sehr berühmte Hersteller, leider Gottes so, ist dann die 13-Megapixel-Hauptkamera, darunter eine LED als Blitz- bzw. Unterstützung oder auch als Taschenlampe natürlich immer nutzbar. Hier unten der Lautsprecher, auch auf der Rückseite wird man also, wenn man das Gerät auf den Tisch legt, ziemlich wenig hören, weil das Gerät ist komplett flach. Auch die Kamera hier oben hat nur eine minimalste Erhöhung, ist kein Kamerahubbel, wie man das sonst bei manchen Geräten hat. Ja, schauen wir noch kurz, was sonst noch so in der Packung drin ist, bevor wir das Gerät mal kurz einschalten. Hier hatte ich schon erwähnt, diesen kleinen Pin, um die Schubladen aufzukriegen. Dann haben wir hier eine etwas größere Verpackung mit
mit NFC-Tags, das ist schon mal ganz nett, dann kann man das ausprobieren. Ansonsten ist dieser Teil der Verpackung leer. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Verkaufsverpackung da auch noch ein paar Papiersachen drin sind, ein Manual und Garantiekarte und all diesen Kram, den man sich eh meistens nicht anguckt. Und hier haben wir dann noch ein paar Gäbelchen drin, da dürfte das USB-Kabel sein. Das ist das Headset, das sieht nach dem typischen einfachen Huawei-Headset aus, das ziemlich blechern klingt, beim G6 jedenfalls. Da habe ich das gerade ausprobiert, das ist nicht gerade rauschend. Ein USB-Kabel, auch in weiß. Und dann dürfte hier noch der Ladestecker drin sein. Auch genau wie beim G6, der typische Huawei-Ladestecker. Soweit zum Packungsinhalt. Und schauen wir doch mal, ob der übrigens fest verbaute Akku, das sind 2600 mAh, wenn ich es recht in Erinnerung habe, auf jeden Fall etwas stärker als beim Vorgängermodell, da waren es nur 2000, ob der genug Power hat, offensichtlich hat er es, um das Gerät zu starten. Hier unten sehen wir Android 4.4 KitKat typisch, diesen Powered by Android Schriftzug. Offensichtlich ist das eine Bedingung von Google, dass alle Geräte mit dieser noch aktuellen Android-Version dieses Logo da einblenden. Und jetzt kommen wir hier zu der Ersteinrichtung. Das sollte, wenn eine SIM-Karte eingelegt ist, die Sprache zumindest schon entsprechend vorausgewählt sein. Ja, SIM-Karte werde ich dann später einlegen. Ich merke so, dass das Gerät relativ stark hier auf dem Untergrund rutscht. Das ist natürlich der Preis, den man für das schicke Design zahlt. Dann haben wir hier Datenschutzrichtlinie, immerhin jetzt auf einem eigenen Bildschirm oder der ganze Bildschirm scrollbar. Nicht wie beim G6 noch, dass man zwei kleine Fensterchen hat, die parallel gescrollt werden können. Dann der Hinweis auf WLAN, das überspringen wir erstmal. Ja, ohne Internet kann ich nicht viel tun, das ist schon klar. Standort, okay. Uhrzeit machen wir später. Google-Dienste haben wir auch später machen. Und da sind wir schon auf dem Homescreen. Man sieht hier direkt dieses Huawei-typische Widget, was zu Emotion UI gehört. Das sieht hier allerdings etwas dezenter aus. Es ist ganz transparent irgendwie gehalten. Dann auch für Emotion UI typisch. Kein App-Drawer vorhanden. Und wie eben schon erwähnt, schon vermutet oder ja, man konnte schon erkennen, haben wir hier unten die Tasten zurück, Home und Multitasking im Display drin. Dadurch geht ein bisschen Platz auf dem Display verloren. Und leider ist auch hier unten der Rand dadurch nicht viel schmaler geworden. Wenn wir mal das G6 zum Vergleich daneben halten, da haben wir unten nur einen Hauch größeren Rand, in denen dann aber die Tasten integriert sind. Also leider ist da ein bisschen Platz verloren gegangen. Trotzdem hier 4,5 Zoll zu 5 Zoll Gerät. Man sieht, dass es in der Höhe durchaus einen Unterschied gibt. Das hätte man leider hier unten ein bisschen einsparen können. In der Breite unterscheiden sie sich nur sehr geringfügig, das Gerät. Das P7 ist wirklich sehr schmal, randig ausgefallen. Auch nochmal ein gutes Stückchen kleiner als zum Beispiel ein Samsung Galaxy S5, was dann allerdings 5,1 Zoll als Bildschirmdiagonale hat, also da auch noch mal ein paar Millimeter mehr. ich hatte schon erwähnt, AppDrawer gibt es bei Emotion UI leider nicht. Wie gesagt, kann man sowas natürlich, also wie in anderen Reviews schon erwähnt, kann man sowas natürlich per separater App, entweder mit einer kleinen Spezial-App für einen AppDrawer oder halt einem anderen Launcher nachrüsten. Ich persönlich würde das auf jeden Fall tun, weil ich das für sehr unpraktisch halte, wenn ich alle Apps hier auf diesen Homescreens selber verwalten muss. Weil es ist halt so, wenn man eine neue App installiert, dann wird die einfach hinten drauf gepapst. Wenn man eine hier irgendwie weglöscht oder meinetwegen in den Ordner mit reinschiebt, dann wird diese Lücke beim nächsten Installieren aufgefüllt. Dann haben wir ein kunterbuntes Durcheinander von Apps auf dem Bildschirm. Das ist manchmal dann recht schwierig, da noch was wiederzufinden. Vielleicht auch eine Gewohnheitssache. Schauen wir mal, was drauf vorinstalliert ist. Zum einen fällt auf, dass die Optik der einzelnen Icons sehr eigenständig ist, sagen wir mal. So abgerundete Quadrate und eine sehr abstrakte Darstellung, würde ich mal sagen. Diese Uhr hier zum Beispiel mit so einem Weiß-in-Weiß-Design sieht sehr schick aus. Auch das E-Mail-Icon gefällt mir gut. Die anderen sind etwas näher an den typischen Icons. Wir haben hier so ein paar Sachen wie Browser,
Was jetzt eigentlich der Chrome sein müsste. Wollen wir einfach mal ausprobieren. Das ist... Ne? Info. Ne, das ist noch der Standard-Android-Browser. Das ist, wenn ich das richtig sehe, nicht Chrome. Was soll's. Wir haben hier eine ganze Reihe Standard-Apps obendrauf. Was mir auffällt, ist die Designs-App, mit der man halt das Aussehen des Gerätes sehr weitgehend verändern kann. Guck mal gerade, welches haben wir hier. Das haben wir aktuell ausgewählt. Hier ist eins, das sieht aber witzig aus. Irgendwie machen wir das gerade mal vor. Das ist so ein bisschen mehr der Nadelstreifen-Look anscheinend. Was auch immer. Schauen wir uns kurz ein anderes Design mal an. Jupp, da haben wir es. Tja, das ist eine Geschmackssache. Jetzt haben wir auch andere Icons, die werden also mit ausgetauscht. Gucken wir ein bisschen durch, was sonst noch an Apps installiert ist. Die meisten Sachen sind Standard. Dateimanager gehört mittlerweile eigentlich auch schon zum Standard. Spiegel ist eine sicherlich ulkige Map. Das kann man sich aber schon vorstellen. Das ist die eine App, um die Frontkamera zu benutzen. Da kann man hier schon erahnen, dass die mit ihren 8 Megapixeln auch ganz ordentliche Videos und Bilder liefern kann. Werde ich mir im Rahmen des Tests natürlich etwas genauer anschauen. Dann haben wir hier noch einen Telefonmanager. Damit kann man irgendwie anscheinend das Gerät beschleunigen, Speicher bereinigen und so ein Kram. Naja. Dann gibt es hier von Gameloft offensichtlich Werbung drauf, diese 100% Spiele-App. Und dann sehe ich auch schon direkt, dass wir hier wieder 4 Gameloft-Spiele vorinstalliert haben. Aber immerhin, Spider-Man, das scheint mir mal ein bisschen was Außergewöhnlicheres zu sein. Dragon Mania, Green Farm, Little Pet Shop. Mal schauen, was das so ist. Ansonsten fällt mir im Moment nichts Außergewöhnliches auf. Die ganzen Google-Apps sind hier unten reingelegt in einen Ordner. Da ist dann doch noch Chrome zusätzlich. Also wir haben wieder beide Browser dabei. Aber hier nichts wirklich Auffälliges. Schauen wir mal kurz in die Einstellungen rein. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, dass wir hier oben irgendwie gar nichts an Kurzeinstellungen sehen. Sieht irgendwie ulkig aus, da oben dieser leere weiße Streifen. Kann man vielleicht auch noch anders konfigurieren. Gucken wir erstmal in die Versionsinformationen. Der Vollständigkeit halber hier Android 4.4.2. Die Full-HD-Auflösung wird hier nochmal angezeigt. Und ein paar wichtige Eckdaten. 1,8 Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM, RAM, 16 GB Speicher, davon 11,5 ungefähr frei. Da gucken wir vielleicht mal genauer rein in die Speicherverwaltung hier. Wie sieht das aus? Da auch nochmal hin. Da haben wir hier wird als Gesamtspeicher 11,77 GB angezeigt. Und erfreulicherweise hat Huawei offensichtlich hier eine Partition verwendet. Wir haben also nicht die Unterscheidung zwischen einem Speicher für Apps und dem anderen für Daten. Man kann es hier gut erkennen, Apps und Bilder, Videos sind alle in dieser Partition mit drin. Ups, wollte ich jetzt gar nicht. Und wir haben also dann knapp 12 GB wirklich zur freien Verfügung. Unabhängig davon, ob man mehr Apps oder mehr Daten draufpackt, kann man die dann flexibel nutzen. Zusätzlich kann man halt eine MicroSD-Karte einlegen, offiziell bis 32 GB unterstützt, wird hier unten angezeigt. Und hier sehe ich auch schon einen USB-Speicher angezeigt. Das deutet darauf hin, dass man auch USB on the go nutzen kann. Werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren im Test. Ja, ich denke, das sollte es weitestgehend erstmal gewesen sein. Ich würde ganz gerne einmal noch den Bildschirm ein bisschen genauer angucken. Nehmen wir mal hier von diesen Bildern, die da drauf sind, ein Beispiel. Das ist schön farbenfroh. Gucken, also erstmal so, der Eindruck ist wirklich positiv. Sieht farbenfroh aus, ist natürlich auch sehr detailliert. Man kann keine einzelnen Pixel erkennen. Bei 5 Zoll Bildschirmgröße und Full HD Auflösung ist das definitiv weit über den Bereich hinaus, was man mit bloßem Auge an einzelnen Pixeln erkennen kann.
Schauen wir mal die Blickwinkel uns an. Da sieht man schon, dass man hier schon bei ein bisschen Bewegung dann es doch deutlich dunkler wird. Das ist jetzt nicht schlimm, es lässt einfach nur in der Helligkeit nach, auch von oben gesehen und auch von den Seiten. Das ist jetzt nicht nur, weil die Kamera nachregelt, weil da helle Spiegelungen vielleicht schon mal drin sind, sondern tatsächlich auch, wenn ich direkt auf Display gucke. Gucken wir das Ganze nochmal, ups, über die Diagonalen an. Auch da ist es zum Glück nicht wirklich anders. Also es ist jetzt nicht kein absolutes Spitzendisplay. Die können das mit der Blickwinkelunabhängigkeit noch einen Hauch besser. Also zum Beispiel so ein HTC One oder ähnliche Geräte. Und ich meine auch das Vico Highway zum Beispiel, was ja auch Full HD Auflösung hatte, ein sehr schönes Display, hat nicht dieses leichte Abdunkeln, wenn man so von dem 90 Grad Blickwinkel weggeht. Das ist absolut nicht schlimm. Ist halt ein bisschen so, dass wenn jemand neben einem steht mit ein bisschen Abstand und man gemeinsam ein Video gucken will, dass dann ja, die Leute ein bisschen weniger hell den Bildschirm sehen. Wird aber nicht schwer, da was drauf zu erkennen. Also Rudelgucken ist mit dem Handy ist vielleicht nicht optimal, aber das macht man dann vielleicht auch eher an dem großen Meter-Fernsehen. Ja, soweit von meinen ersten Eindrücken von dem Huawei S&P 7. Fühlt sich richtig schick an. Natürlich läuft auch alles sehr flüssig. Bin mal sehr gespannt, wie es jetzt bei den Benchmarks und auch bei Spielen dieser Prozessor, den ich bisher noch gar nicht in den Fingern hatte, gegenüber anderen Geräten abschneidet. Legen wir vielleicht doch noch mal kurz das G6 daneben. Das P6 habe ich jetzt leider nicht hier. Aber hier haben wir das, den günstigeren Bruder, das Gerät hier so ab 170 Euro zurzeit zu haben. Machen wir es vielleicht auch kurz an, dass man nicht nur Reflektionen auf dem Bildschirm sieht. Das ist halt die günstige Variante dieser Designlinie. Es ist wirklich das gleiche, die gleiche Designsprache, wenn ich es mal so halte, hier unten diese abgerundete Kante rundherum, der metallische Rahmen, wobei das P7 halt einen Aluminiumrahmen tatsächlich hat. Hier ist das nur metallisch lackiertes Plastik. Man fühlt es auch so ein bisschen, hier das Gerät fühlt sich doch ein bisschen kühler an der Rand. Das merkt man, das spürt man, dass es Metall ist. Man sieht es nicht unbedingt, den Unterschied. Hier haben wir Corning Gorilla Glass 2. Das ist hier, glaube ich, nicht weiter genau angegeben. Da ist noch eine Schutzfolie nochmal drüber. Müsste man da mal gucken, wie kratzfest das tatsächlich ist. Werde ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich austesten. Ja, und das hier, wie gesagt, ein 4,5 Zoll Display mit der kleinen HD-Auflösung, dagegen halt hier auf der anderen Seite. In dem Moment nicht kleine HD-Auflösung, QHD 540x960 Pixeln, hier halt eine Full-HD-Auflösung. Also schon recht unterschiedliche Geräte. Dazwischen ordnet sich irgendwo das P6 ein, das 4,7 Zoll groß war, die kleine HD-Auflösung hatte und so insgesamt von den technischen Daten so dazwischen pendelte, auch preislich. Ne? Hier sind wir bei 170 Euro, hier bei 320, 30 Euro in der Größenordnung zurzeit. Und das P6 bekommt man zurzeit, glaube ich, so für 250 Euro in etwa. Also eine schöne Abstufung. Man kriegt in dieser Designlinie mittlerweile dann halt von dem ja schon relativ preiswerten, fast schon Einsteigergerät hier, bis hin zum Top-Gerät, was womöglich sogar mit den absoluten Spitzengeräten von Samsung und HTC und Sony und so halbwegs mithalten kann. Das werde ich im Test mir genau angucken. Ja, soweit von diesem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst mir doch gerne einen Thumbs up. Falls ihr Fragen habt oder bestimmte Aspekte beim Testbericht wiedergegeben sehen wollt, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar. Am liebsten auf technophil.de direkt. Der Artikel ist hier unten verlinkt. Da findet ihr auch zum Beispiel Bezugsquellen mit Preisen, die technischen Daten alle und so weiter und so fort. Und der Testbericht zum P7 dürfte so in gut 2 Wochen, also irgendwo Ende Juli, Anfang August rum rauskommen. Das G6 ist vorher dran, da bin ich schon, habe ich schon seit einer knappen Woche das ja im Test. Das denke ich mal, wird nur noch ein paar Tage dauern, bis ich dazu einen Testbericht habe. Interessant finde ich übrigens, dass ich jetzt hier schon eine Uhrzeit, aber ein falsches Datum habe. 30. April, aber die richtige Uhrzeit, das mag jetzt Zufall sein. Weil er hat noch keinerlei Funkverbindung. Ja, so weit vom Huawei S&P 7. Schickes Gerät. Wie gesagt, bleibt dabei, abonniert mich doch vielleicht auf YouTube oder folgt meinem RSS-Feed oder auf Google Plus oder Twitter und so weiter. Dann verpasst ihr auf keinen Fall
den finalen Testbericht, der wie gesagt so in gut 2 Wochen online gehen sollte. Bis denn, euer Klaus von technophil.de.